Diagnose der Radlager ist nicht schwierig. Sie brauchen dazu allerdings ein gewisses Feingefühl. Bocken Sie das Fahrzeug sicher auf. Greifen Sie den Reifen mit beiden Händen an der oberen Seite. Rütteln Sie nun an dem Wagen, indem Sie die Reifen von sich weg und hin und her ziehen. Bemerken Sie ein kleines Spiel, dann ist die Wartung am Radlager fällig. Der Wechsel der Radlager zählt zu den leichteren Wartungsarbeiten. In vielen fahrzeugspezifischen Werkstatthandbüchern finden Sie dazu auch detaillierte Arbeitsschritte. Nach der Abnahme der Fettkappe beginnt die eigentliche Demontage des Radlagers. Unter der Fettkappe verbirgt sich die Mutter auf dem Achsdorn und dem Sicherungssplint. Der Sicherungssplint wird entfernt. Der Sicherungssplint muss später erneuert werden und sollte nicht wiederverwendet werden. Der Splint lässt sich am einfachsten mit einer Spitzzange entfernen. Nun ist die Mutter entsichert und lässt sich frei drehen. Ist die Mutter gelöst, findet man die Anlaufscheibe für das äußere Lager. Wenn Sie diese auch entfernt haben, kann das Kegellager entfernt werden. Reinigen Sie den Achszapfen von Fett und Schmutz und untersuchen Sie ihn auf Laufspuren oder Abnutzungserscheinungen. Hat sich beispielsweise ein Laufring gelöst und dreht sich mit, kommt es zu Schäden an dem Achszapfen. Diese Schäden erkennt man an spürbaren Absätzen oder tiefen Schleifspuren am Achsdorn. Solche Schäden treten vor allem auf, wenn ein defektes Achslager zu spät erkannt wird und das Fahrzeug zu lange mit einem solchen Defekt gefahren wurde. Wenn die Radnarbe abgenommen ist, können die Lager ausgebaut werden. Mit einem langen Treibdorn werden zuerst von innen die Lager auf der Narbeninnenseite ausgetrieben. Dann entfernt man das alte Fett auf den Lagern. Auf der Rückseite der Bremsscheibe erkennt man in der Narbe die Lagersitzringe oder eventuell auch einen Simmerring. Vermeiden Sie auch in jedem Fall, dass sich der Ring verkantet, indem die Position des Dorns rund um den Lagersitzring angesetzt und das Lager Stück für Stück ausgetrieben wird. Radlager sind bei jedem gut sortierten Einzelteilehändler der eigenen Marken zu finden. Außerdem haben große Unternehmen wie beispielsweise SKF immer die verschiedensten Lager vorrätig. Um den passenden Ersatz für Ihr ersetzendes Lager einzukaufen, notieren Sie die Nummer, die auf dem äußeren Lagerring steht.